östliche Zone. Was denn? Jetzt waren wir in der südlichen Zone, jetzt gehen wir in die östliche Zone. Es gibt also offiziell keine südöstliche Zone. Da, Höhle des Flüsterns. Aha. Na, dahin machen wir uns doch glatt mal auf dem. Scheiße. Das Vieh ist so weit weg, das sollte es ausgelöst haben. Ah, da ist noch eins. Das finde ich immer noch scheiße, dass, da man das von Borderlands zum Beispiel so gewöhnt ist, dass Gegner auf einer Minimap angezeigt werden sollten. Ja, deswegen sollten Gegner auf einer Minimap angezeigt werden. Punkt. End of Statement. Verderbtes Blut. Wie viele Heiltränke haben wir da eigentlich? 12. Alter, man sieht verhältnismäßig wenig. Und ich habe vergessen, wie ich das blöde Licht ausmache. Ah, okay. Mit L. Well, that was easy. Hier runter? Okay. Oh, jetzt wird es ja schon wieder hell. Fuck. Schon viel zu hell. So, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Hi, dude. Haha. Und Crit-Schaden auf Doom. Ich hänge. Ah, ich hänge. Alter. Alter. Boah. Glitch-Massaker. Scheiße. Fiese Wurzeln. Ist ja wunderschön liebevoll gemacht jetzt hier die Umgebung. Aber wenn man da drin hängen bleibt, ist es natürlich ein bisschen ätzend. Ja, wie sieht's denn hier aus? Da ist so ein fiese Baumpimmler. Den brennen wir einfach mal. Ach so, und so ein. Ah, das sind gleich mehrere von diesen rundum. Oh, Gottes Willen, nein. So. Ja, das Ding schon mal los und jetzt hier rauf. Au, 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 Alter! Ey, diese Viecher-Dinger-Teile hier sind echt das Schlimmste, was dieses Spiel zu bieten hat, ja. Mann, sind die nervig. Okay. Ah, da ist noch so ein Teil. Ah. Ah, okay. Die Dudes hingen also vor der Höhle da rum, wo wir sowieso hin müssen. Ja. So. Jetzt bin ich da mal gespannt. Oh. Ach, ich bin. Oh, fuck, ich bin ja vergiftet. Ach, und hier liegt noch was im Wasser. Boah, Schwertmann-Handschuhe. Ja, Magiewiderstand auch wieder runter, dafür Giftwiderstand hoch. Die sehen aber scheiße aus. Das ist ja ärgerlich. Warum sehen die denn so scheiße aus? Ah, lass mich raten, Giftwiderstand können wir jetzt gut gebrauchen. Schauen wir mal, was so kommt. So, und hier sind die Dudes aus der Flüsterhöhle. Wahrscheinlich ein paar waschechte Zombies. Ach, Kacke. Ja. Oh nein, wir sind zu langsam. Ah, wir hätten das doch skillen sollen, eventuell mit dem etwas schnelleren. Ach, geil. Sie ist auch am Schleichen. Ah, scheiße. Na, egal. Huch. Oh, sind ja wieder ein paar mit Schilder am Start. Uah, und Einarmige. Und alles überhaupt wieder da. Boah, die haben wir ja lange nicht gesehen. Coolio. Der da ist ein 1A Dorfbewohner mal gewesen. Früher. Bis jetzt. Jetzt ist er 1A tot. Huch.
Stirb! Oh, scheiße. Bäh. Jetzt stirbst du. Ja. Ja, untersuche das Phänomen. Naja, das würde ich, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, wir hätten jetzt schon irgendein Phänomen untersucht. Oder? Galt das schon als Phänomen untersuchen? Nein, ist doch noch eine Höhle. Die Entscheidungen, die du während des Spiels triffst, haben häufig einen Einfluss auf die nachfolgenden Ereignisse, insbesondere jene, die deinen unerwarteten Mitbewohner betreffen. Ja, das dachte ich mir schon. Hauptmann? In dieser Höhle ist niemand, den du kennst. Sei dir dessen sicher. Das Wesen, das hier lebt, will unseren Körper übernehmen. Also, bringen wir es mal auf den Punkt. Meinen Körper. Traurig, dass du deine Abwehr nicht anders einsetzt. Es frisst deinen Geist in diesem Augenblick und du leistest keinen Widerstand. Wenn du nichts dagegen machst, wirst du ausgelöscht, ersetzt. Und das ist auch nicht in meinem Interesse. Das nenne ich Ironie. Machst du nicht genau dasselbe? Ein beleidigender Vergleich. Dieser Parasit ist nichts. Unbedeutend. Ich kann uns schützen, wenn du es zulässt. Du solltest mir mehr Raum geben. Mehr Freiheit. Öffne deinen Geist, statt mich einzusperren. Wir werden sehen. Ich soll dir gestatten, dein Revier zu markieren. Aber zu welchem Preis? Du erhältst Zugang zu einem größeren Teil von mir. Zu meinem Wissen, meiner Macht. Du riskierst nur mehr Wissen und Macht zu erlangen. Und das kann dir nicht schaden. Wir werden nur stärker. Wir beide. Also demnach ist alles in Ordnung und es gibt keinen Haken. Vielleicht erfährst du eine leichte physische Veränderung. Dein Körper ist nicht geschaffen, eine Macht wie mich zu beherbergen. Sie wird dich verzehren, wenn du dich weigerst. Siehst du? Gib's zu. Du fühlst dich besser. Was auch immer du riskierst, wenn du mir vertraust, ist nichts gegen das, was dich erwartet, wenn du es nicht tust. Wehrst du dich gegen die Entwicklung, werden wir beide untergehen. Diese Welt wird uns folgen. Ach du Scheiße. Also gut. Ich weiß ja, dass das grundsätzlich... Der verarscht uns. Ich bin mir absolut sicher. Aber man spielt so oft auf gut, dass ich doch echt gewillt bin, einfach mal... Scheiße, ich würde schon gerne sehen, was passiert. Oh fuck. Oh fuck. Scheiße. Nee, komm. Oh na Gott. Gut. Ob nun wegen des ständigen Geschreis oder deinem Gejammer, mein Kopf wird so oder so explodieren. Also mach es einfach. Oh oh. Kluge Entscheidung. Nee. Du wirst es nicht bereuen. Jetzt musst du deinen Geist lehren. Erlaube mir, mich zu entfalten. Endlich. Ich kann mich bewegen. Atmen. Frei denken. Okay. 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 Ich sehe jetzt noch keinen Unterschied. Ist auch total Latte. Auf jeden Fall weiß ich nicht. Schauen wir noch mal, was das so gebracht hat. So. Was haben wir denn hier noch so? Erlaubt schnelle Bewegungen im Tarnmodus. Chance für kritischen Treffer mit einem Feuerball oder einem Blablabla auf überraschten Gegner 100%. Ja, ist auch ganz nice. Was haben wir hier eigentlich? Zeit verlangsamt sich, während du dich normal bewegst. Pff. Keine Ahnung. Bestätigen. Bestätigen. Ja. Yay! Was haben wir hier? Pyromanie werden wir dann wahrscheinlich auch mal anfangen.
Was ist das denn? Dein Körper ist empfänglicher für die Energie des Weltherzens, aber dein Widerstand gegen Kälte hat sich verschlechtert. Na, das ist ja scheiße! Wer wollte das denn? Boah, kotzt mich das gerade an! Ist das zum Kotzen und das für jemanden, der... Alter... Nervt mich. Finde ich gerade so unfassbar scheiße. Ja... Auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Nichts verfügbar. Yay. Was ist das? Magie. Ja. Alter, Kältewiderstand richtig für. Du kannst weitergehen. Wenn irgendwas versucht, deinen Geist einzunehmen, mache ich klar, wer hier das Kommando hat. Dieser Ort verursacht Gänsehaut. Zumindest bekommt keiner mit, wenn ich mir in die Hosen mache. Wenn du deinen Körper nicht kontrollieren kannst, lass mich übernehmen. Hetz mich nicht so. Ich feier ja diesen inneren Monolog von ihm echt, ey. Wenn wir hier das Licht ausmachen, ist echt dunkel, wa? Ah. Lassen wir mal lieber noch ein bisschen an. Welche? Welche? Oh. Ah, so sehen wir sie auch nicht besser. Oh, scheiße. Der fucking Bogen? Er hat einen fucking Bogen. Er hat einen fucking Bogen! Nüscht ist. Stirb halt. Yeah! Läuft. Alter, warum muss denn hier so dunkel sein? Ist ja mal mega scheiße. Ich will hier nicht sein. Cool. Leichen. Aha. Aha. Halt, stopp. Wir haben neue Dolche, die weniger Schaden machen als unsere. Die zwar nice aussehen, aber in eigentlich allem schlechter sind. Okay. Können wir bauen? Können wir bauen? Könnten wir bauen? Nee, können wir nicht. Können wir bauen? Oh. Physischer Schaden im Tarnmodus plus 5. Ha. Können wir nicht? Können wir nicht? Können wir nicht? Können wir... Oder Knäufe. Können wir... Könnten wir nicht... Nicht... Könnten wir... Schaden im Tarnmodus. Machen wir aber mal lieber mal den hier. Ja. Und... Ha. Die hier. Ja. Jetzt ist er zwar physisch stärker... Aber der hier macht immer noch Crit-Schaden hoch. Und physischen Schaden im Tarnmodus. Okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Störfähigkeit 6. Haben die auch. Naja, wir probieren sie einfach mal aus. Sind die langsamer? Das müssen wir erstmal rauskriegen. Achso, da geht's weiter. Wo geht's hier lang? Hä? Östliche Zone und die Tiefen und da auch. Okay, gut. Spielt also keine Rolle. Können wir quasi auch den etwas kürzeren Weg in die Tiefen nehmen. Oh, 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 oh. Scheiße.
Da muss man noch irgendwie hinkommen. Da ist eine Truhe, da hinten ist ein Dicker. Oh, Alter, jetzt geht's aber ab hier. Und hier kann man überall... kann man überall runterfallen. Ah, okay. Ui, die sind aber saumäßig schnell. Aber hallo. Mit wem legt sie sich gerade an? Okay, einfach mal mit allem, was hier rumläuft. Super geil. Wow. Machen die noch irgendeinen extra Schaden? Hi. Nope. Oh no, you don't. Ja, schön. In den fiesen Rainer Kallmund-Arsch hier. Zack, da ist er tot. Oh, fuck. Okay, das kam zugegeben überraschend. Und da ist noch eine Truhe. Die will ich auf jeden Fall. Da ist auch noch alles Mögliche. Da war aber noch irgendeine Leiche oder irgendwas. Da ist auch noch was. Und da hinten müssen wir unbedingt nochmal checken, was der Typ hier im Rücken zu stecken hat. Es ist ein Legionärshelm. Ich sag's vorhin noch, dass ich Bock... Oh, Patrouillenrüstung. Störungswiderstand nur minus 1. Magiewiderstand wieder hoch. Geilo. Die ist ja nice. Toll. Er sieht scheiße aus. Dann behalte ich doch lieber den Elfenhelm. Der hat wenigstens noch... Ach so, scheiße. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Nee. 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 Was? Oh, da sind wieder Leute. Auf die fiese Fresse. Autsch. Na? Ups. Na? Boah, krass, Alter. Ah, scheiße, ich bin vergiftet. Oh, fuck. Warte mal, sofort erstmal einen Trank. Jo. Und drauf auf den Dicken. Stirb! Ah, okay. Wenigstens hat's die Feindsklette mit zerlegt. Schön. Aber heilen tust du halt nicht, ne? Du machst halt einfach konsequent gar nichts. Also, so richtig habe ich den Sinn hinter all ihren Flüchen und Hassen nicht gesehen, tatsächlich noch nicht erkannt. Da lang. So, ja, man könnte jetzt auch hier durch, so wie es aussieht, oder? Aber vorgeschlagen wird, noch weiterzugehen. Laut Minimap schon wieder. Ja, Minimap und große Maps sind sich nie so richtig einig in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Oh, hi. Lange Beine. Haben bestimmt mal Models. Ups. Der zunehmende Einfluss des Dämons auf deinen Körper ermöglicht dir neue Passivfähigkeiten, die im Attribute-Menü aufgelistet sind. Ja, wie schon festgestellt, minus 20% Eisschaden. Super. Quatsch, Eiswiderstand. Das ist, glaube ich, unfassbar scheiße. Uh-oh. Oh, oh. Krass. Ja. Boah, hau ihm auf die Schnauze. So, und jetzt geht's richtig ab, mein Freund. Komm her, du alte, fiese, ledrige Kackfledermaus. Oh, jetzt gibt's fies auf die Schnauze. Falsche Waffe, Dude, weißt du ganz genau. Also bist du es, der das Dorf ausspioniert hat. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was geht denn hier? What the fuck? Haha, schön. Okay.
Ah, können wir die Zwischensequenz nicht? Also bist okay. Du es, der das Shit! Hat. Trank? Boah! Alter, stirb auf. Ah, nein! Ich muss hinter ihm bleiben. Au! Au, au, au! Nein! Du bist so gut wie. Scheiße! Trank! Das Schwert ist ja nicht so, dass ich noch Dolche habe. Yeah, das waren die Dolche. Nein, doch nicht. Oder doch? Das war so kurz. Nein, das war das Schwert. Buh. So, da ist der alte Lederlappen hin. Glaubst du, dass du gesiegt hast, Sterblicher? Ich hoff's. Die Todwandler kommen. Dein armseliges kleines Dorf wurde entdeckt und wird schon bald untergehen. Ab mit dem Kopf! Heute falle ich. Doch Dutzende neuer Brüder und Schwestern werden auferstehen. Die dunklen Eisfürsten werden mich erneut beschwören und mich belohnen. Deine dunklen Fürsten haben sich noch nicht mit mir angelegt. Wenn du auf die Gerüchte hörst, was wirklich im Sumpf leben soll, dann sollten wir sofort ins Dorf zurückkehren. Wenn er recht hat und ein General den Angriff führt, dann kann nur deine Macht ihn stoppen. Hm. Ich habe zwar keine Ahnung, was sie kann und ob sie überhaupt irgendwas kann, aber ich verstehe mich halt super mit ihr. Ja, okay. Dann, gibt's hier auch nichts mehr zu plündern. Die Bitte von Edwin. Und dann würde ich sagen, Kriegsvermiester, Heilressourcen, Trauermarsch. Ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's ab zurück ins Dorf. Oh, seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Nein? Schön!